Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2, Part 96 von mir auf 94. Ich habe keine Ahnung, nee, doch, nein. Ich habe keine Ahnung mehr, was im letzten Part war. Ich glaube, wir sind wieder in Sanctuary angekommen, nachdem wir Bloodwing gefunden haben. Es ist gerade 1.21 Uhr am 01.01.2013. Also, frohes Neues an euch. Ach ja. Ich habe gerade ein bisschen mal mit meiner Mutter angestoßen und dachte mir, ich nehme jetzt mal ein Part auf und ich drehe mich hier die ganze Zeit im Kreis und ja, einfach nur, weil ich schon gar nicht mehr schreiben kann, dachte ich mir, komm, ich nehme jetzt mal schnell eine Runde auf. Bringen wir das einfach mal kurz hinter uns. Ja, ich habe schon ein bisschen angestoßen, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Nur halt nicht mit Sekt, sondern das erste, was ich gesehen habe, war Kirschbrand. Ich glaube, das ist gar nicht mal so toll. Ich hoffe mal, dass... Also, die Tasten treffe ich nicht mehr so richtig. Und ja, ich bin ein bisschen gut drauf. Ich hoffe, das mindert jetzt nicht meine Chancen später auf irgendeinen guten Job. Das ist nicht oft... Nein, das ist gar nicht oft, dass ich sowas mache. Das ist eigentlich gar nicht. So, wollen wir mal Michael Memorial finden. Und... Ich habe gerade mit meiner Mutter angestoßen und... Oh Gott. Ich komme da halt mit diesem Kirschwasser an. Und was macht sie? Trinkt ihr erst einen Schluck, verschluckt sich dran und kotzt erstmal. Scheiße. Gott, das war so gut. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Aber die war, also sie hat erst geweint, deswegen habe ich halt gesagt, ja, du hast da bestimmt irgendwas in der Küche, deswegen hole ich das mal. Und ja. Wie gesagt, das erste, was ich gesehen habe, war mein Rücken juckt. So. Und jetzt habe ich schon allen auf Facebook gratuliert und... Boah. Pauline macht sich drüber lustig, dass ich nicht mehr schreiben kann. Puh. Ich habe nicht viel getrunken, ich bin nur gut drauf. Noch kann ich laufen, seht ihr, ich laufe noch geradeaus. So. Ich hoffe nur, dass ich noch zielen kann. Ich weiß nicht mehr, was überhaupt... Keine Ahnung. Also nein, wirklich, ich habe nur ein bisschen von diesem Kirschwasser getrunken, das waren glaube ich 40%. Ne, das waren nicht nur glaube ich 40%, das waren 40%. Und... Dann habe ich noch... Boah, komm, jetzt machen wir die Quest. Dann habe ich noch... weil meine Mutter... weil meine Mutter sich beschwert hat, dass ich ihr Kirschwasser gegeben habe, habe ich noch den Sekt aus dem Kühlschrank geholt, den sie kalt gestellt hat. Das waren 200 Milliliter. Also 100 für jeden. Habe ich denen dann noch gegeben, das waren 11%. Irgendwie habe ich voll Bock öfter was zu trinken, weil ich voll gut drauf bin gerade. Ich habe sogar schon meine Ex frohes Neues gewünscht. Und das, nee, keine Ahnung, ob das Wasser ist. Ich weiß es nicht. Boah, geh weg. Ich weiß nur, ich bin voll gut drauf. Was soll ich denn hier? Die Bierflaschen auf. Soll ich den erschießen? Hinter dem Alkohol her! Sie dürfen nicht auf die Alkoholkisten schießen! Okay. Und du hast auch die Stimme von irgendwem aus Border... nicht Borderlands. One Piece. Boah. Ich muss unbedingt später mal die Aufnahme anhören. Am besten, wenn ich wieder wach werde. Und hören... Boah, doch, ich glaube, das hört man, dass ich gut drauf bin, sag ich mal. Jetzt so dezent. Wollt ihr noch mehr Ruck Ale in sich reinschütten? Wie damals, als wir uns getrennt haben, armer Kerl. Bring mir den Alk und du bekommst meinen treuen Revolver. Ruby. Wow, 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 wow. Moxie gibt dir Ruby, wenn du ihr meinen Alk bringst? Diese dumme Tussi hat Ruby vor Jahren verloren. Und ich habe ihn gefunden. Ohne mich hätte sie das Ding gar nicht mehr. Nein, 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 nein. Nichts da. Bring ihn mir. Und du kriegst eins von meinen alten Sniper-Rifles. Was will ich mit einer Sniper?
Okay, jetzt kann ich mir aussuchen, ob Dings oder Revolver oder Sniper. Hat Boxy die hier erzählt, für wen sie mich verlassen hat, hä? Für Jack. Ich gewinne den Underdome. Ich finde Ruby und bam, sie verlässt mich für den größten Faschisten von ganz Pandora. Boah. Bevor er die ganzen Leute abgefackelt hat, schien Jack ein ziemlich netter Kerl zu sein. Ich kann nichts dafür, dass Mordecai lieber an seinem Vogel herumgezupft hat, statt mit mir rumzu... Verdammt, ich bin so sauer. Mir fällt nicht mal eine erotische Anspielung ein. Ach, mir schon. Nein, nicht runterfallen. Achtung, sie werden... Scheiße. War das Kacke. Aber ich glaube mal, das bringen wir dann Mordecai, weil... es ist Mordecai. Oder wollte ich das Moxy bringen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Genießen Sie Ihr neues Ich. Nee, was habe ich mir denn jetzt gedacht? Nee, wenn die den für Jack verlässt, dann... ist scheiße, ne? Oh Gott. Ich fahre übrigens gerade nicht so behindert, das ist die Steuerung. Genau, schiebe ich das jetzt einfach mal darauf. Ach ja, und ich nehme besser nur einen Part auf. Oh Gott. Ich muss unbedingt eine Kamera mitnehmen, wenn ich auf der Besinnungsfahrt bin, weil dann gibt's wieder ordentlich Alkohol, denke ich mal, wenn Kevin was mitbringt. Alle. Jetzt bring sie zu mir und du kriegst mein Gewehr. Nein, nein, bring mir den Alkohol statt diesem versoffenen Vogelliebhaber. Dann bekommst du Ruby. Nee, ich glaube, der hat's nötiger. Der hat gerade was Schweres hinter sich. Kinder, trinkt nicht. Trinken ist nicht gut. Das macht eure Leber kaputt. Oh, warum ist mir so kalt? Egal. Auf zu Mordecai. Oh Gott. Nein, das ist Mordecai. Passt schon. Irgendwo da oben. Am Tresor. Ach, ich kann gar nicht so besoffen sein, ansonsten wüsste ich das nicht mehr. Ich bin müde. Woran das nur liegt. Hallo. Okay. Ich schieße sowieso besser, wenn ich besoffen bin. Ich auch. Du hast den Alkohol abgeliefert. Juhu. Und alles. Ja. Tja, das kommt vom Saufen. Ach du Scheiße. Fuck, die ist gut. Glaube ich. Jupp. Eine Blitz-Sniper, sehr schön. Wunderbar, ein Geschenk von unserem alten Charakter. Nichts Gutes gefunden? Auch wenn ich Moxy mag, weil Mopsy und... Aber trotzdem, oh Gott, der Part geht ja erst 8 Minuten. Das juckt mein Rücken denn so. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins neue Gebiet und... Was war das? So, das war der Typ. So. Ich hasse so gute Laune. Lausenkatz liegt westlich der Highlands. Oh mein Gott, wenn du die Snapping suchst, dort wird er sein. Aber Vorsicht, er ist ziemlich daneben, seit Hyperion seinen Hund gekillt hat. Hi, die Tüni! Willkommen zum neuen und verbesserten so, Map. Was will er denn jetzt hinter mir? Ach so, da muss ich hin. Oh, Scooter. Maul halten. So. Ich muss mir den Part morgen unbedingt angucken. Ich glaube, ich rendere den heute noch. Ich musste eh aufnehmen, also. Ist das super. Control Core Angel ist oben auf diesem Berg. Dort befindet sich auch der Kammerschlüssel. Der Slap King haust auf dem anderen Felsen. Er kann uns helfen, an dem Bunker vor dem Kontrollkern vorbeizukommen. Hoffentlich jedenfalls. Ich bin immer noch müde. Finde Inspiration für Scooter. Warte. Draufklicken, so. Okay. Und? Direkt vor mir. Gut, dann gehen wir da doch hin.
Boah. Boah. Das schmeckt nach Kirsch. Brand. Wasserzeug. Eindringling! Alarm! Eindringling! Eindringling! Ja. Halt auf uns wieder ein Killer geschickt! No scope! Okay, Jungs! Kämpft wie Berserker! Oder sterbt wie Pussys! Um zum Kill zu kommen, musst du dich durch die Slaps kämpfen. Sei ja. Vorsichtig! Alarm. Komm. Na ja, er ist tot. Scheiß auf Scopen. Warte, wir nehmen mal besser die Waffe. Die ist, glaube ich, lustiger. So, tot. Ich wollte Ruhe geben. Aber nein, ihr Hyperion-Schweine musstet wieder anfangen. Ihr musstet das hinlegen. Wenn ihr mich wie einen Banditen behandelt, benehme ich mich auch wie einer. Scheiße. Ah, gut, er ist tot. Nein! Fu. Geh weg. Geh weg. Ich glaube, ich ziehe nicht besonders besser, als wenn ich nichts getroffen habe. So, ziel du für mich. Hallo, ziel für mich. Töte was. Danke. So. Aber ich hab's vorhin noch auf Reihe gekriegt, Spaghetti zu machen und die mit Ei zu überbacken, weil wir einfach mal 2 Kisten Eier von einer Bekannten geschenkt bekommen haben. Warum auch immer. Was ist das? Textheftchen wird nicht wegen der guten Artikel gelesen. Ah. Hatte ich heute auch noch vor. Im schlimmsten Fall kann ich mir damit die Zeit vertreiben. So. So. Das wäre erledigt. Und weiter geht's. Ja, Gott, der Part ist vorbei. Gut, dann beenden wir den jetzt hier. Ich wünsche euch dann noch ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich hoffe, das war so lustig wie bei mir. So geht's raus, da lang. Und ja, wie man vielleicht merkt, ich stoße nicht oft an. Also es war halt wirklich nur... Boah, ich bin müde. Es war halt wirklich nur so ein Schnapsglas. War das ein Schnapsglas? Ich weiß es nicht. Es war nur so ein Schnapsglas. War ein Kirschbrand. Und knapp 100 Milliliter Sekt. Ja, Sekt, nicht Schnaps. Aber es war lustig. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann. Und ciao.